Wer einen Garten hat und dazu noch einen Komposthaufen, der hat immer etwas zu tun. Heute wollen wir ein kleines Experiment starten. Dazu haben wir uns diese kleinen Regenwurmeier besorgt. Sie sind etwa so klein wie ein Stecknadelkopf. Damit sie sich ungestört entwickeln können, bedecken wir sie mit etwas Erde. Ein paar Eier lassen wir aufgedeckt. Wir wollen sie etwas genauer unter die Lupe nehmen. Angestrahlt erscheinen die Eier, man nennt sie auch Kokons, in einem ganz neuen Licht. Die Regenwürmer sind schon gut zu erkennen. Sie alle schwimmen in einer Flüssigkeit aus Eiweiß, von der sie sich bis zur Geburt ernähren. Wie lange es bis zum Schlüpfen dauert, hängt von der Temperatur ab. Um den elastischen Ausgang am Kokon aufzudrücken, spannt und entspannt der Regenwurm abwechselnd die Muskeln in seinem Körper. Doch so ganz scheint der kleine Wurm seiner neuen Umgebung noch nicht zu trauen. Und auch das helle Licht, ohne dass wir ihn nicht filmen könnten, ist für ihn ungewohnt. Da zieht er sich lieber erstmal zurück. Auch der Wurm nebenan macht erste Schlüpfversuche. Wo ist bloß die Erde? Wurm Nummer 1 hat inzwischen den richtigen Erdkontakt. Wurm Nummer 2 arbeitet sich wieder zum Ausgang hoch. Er hat es fast geschafft. Er wird sich nun durch die Erde wühlen und von verrotteten Pflanzen ernähren. Auch wenn ein Kokon Sicherheit und Nahrung bietet, irgendwann ist der Vorrat darin aufgebraucht und der Wurm muss seine Schutzhülle endgültig verlassen.